Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, machen wir heute einen Speiseplan zusammen und ich würde sagen, let's go! Für das DIY braucht ihr eine Sperrholzplatte, 7 Holzwäscheklammern, ein Prägegerät, ein Juteband, einen schwarzen Edding, Holzbuchstaben, Eisstiele oder Holzmundspatel und eine Heißklebepistole. Und als erstes habe ich dann mit dem Prägegerät einzelne Etiketten für die Wochentage erstellt. Und nachdem die Etiketten dann zugeschnitten waren, habe ich das Klebeband von der Rückseite entfernt und die Wochentage auf die Holzwäscheklammern geklebt. Und als nächstes habe ich dann mit dem schwarzen Edding ganz viele verschiedene Gerichte auf die Eisstiele geschrieben. Und weil auf dem Speiseplan ja nun Platz für 7 Gerichte ist und ich die anderen Eisstiele nicht in der ganzen Wohnung verteilt haben wollte, habe ich mit dem Juteband so eine kleine Tasche am unteren Rand der Sperrholzplatte mit der Heißklebepistole festgeklebt. Und dafür wickelt ihr das Juteband einfach um das Brett und befestigt den Stoff auf der Rückseite. Das sieht dann zwar nicht besonders schön aus von hinten, aber man sieht es ja eigentlich nur von vorne. Und als nächstes habe ich mir dann aus dieser Holzbuchstabensuppe alle Buchstaben für das Wort Speiseplan rausgesucht. Und ihr könnt hier übrigens auch diese Scrabble-Buchstabensteine nehmen, falls ihr keine Holzbuchstaben habt. Und dann legt ihr die Buchstaben einfach ganz oben auf das Brett und klebt die dann mit der Heißklebepistole fest. Und wenn die Buchstaben dann festgeklebt sind, könnt ihr direkt weitermachen mit der Heißklebepistole und zwar mit den Wäscheklammern. Auf der einen Seite sind ja die Etiketten aufgeklebt und auf der Rückseite tragt ihr dann einfach Heißkleber auf und platziert die Wäscheklammern dann untereinander auf dem Brett. Und dann kommt eigentlich auch schon der letzte Schritt und zwar sucht ihr euch eure Gerichte, die ihr für die aktuelle Woche essen wollt, raus und klemmt die Eisstiele dann in die Wäscheklammern rein. Und die restlichen Eisstiele könnt ihr dann, wie gesagt, in dieser Tasche verstauen. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Das war's heute auch schon wieder. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!